Heute gibt es wieder ein Video über die artgerechte Fütterung, aber heute bei Katzen. Viel Spaß dabei! Katzen haben einen relativ kurzen Darm. Sie sind Fleischfresser und benötigen einen hohen Anteil an tierischem Eiweiß. Katzen essen in der Natur 10 bis 20 kleine Tiere am Tag. Übrigens, pflanzliche Eiweiße sind bei Katzen eher schlecht zu verdauen. Eine Maus beinhaltet viel Frischfleisch, Ballaststoffe, Vitamine und Spurenelemente. Im Futter der Katze sollte ein hoher Anteil Fleisch sein. Das Futter sollte natürlich auch qualitativ gut sein. Das hochwertige Fleisch sollte in der täglichen Katzenernährung den größten Anteil der Futtermenge beanspruchen. Das Futter sollte ohne Getreide und ohne Zucker hergestellt sein und einen hohen Anteil an Taurin haben. Wir besprechen jetzt die Menge. Welche Futtermenge ist eigentlich für die Katze gut? Man sollte das Futter nach Gewicht portionieren, also nach dem Sollgewicht der Katze. Man sollte aber nicht die Menge zum Beispiel für eine 4 Kilogramm schwere Katze Trockenfutter verfüttern und dann nochmal für eine 4 Kilogramm schwere Katze die Menge Nassfutter. Also man sollte eher von beiden die Hälfte nehmen. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt und man konnte das so einigermaßen verstehen. Das Fazit ist, dass man nach dem Gewicht der Katze und der Deklaration auf dem Nassfutter füttern sollte und das mit dem Trockenfutter abgleicht. Im nächsten Video geht es dann um die Hundefütterung Teil 2. Ich hoffe, ihr konntet alles gut verstehen und es hat euch gefallen und weitergebracht. Bis zum nächsten Video. Ciao!